Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei... Ja, Moment. Bei Prey. Shock 3. Wo kommen wir hier raus? Ah, hier. Das ist scheiße. Mhm. Gut, Fabrikation. Gut, auch das hätten wir. Die Geschütze greifen mich wirklich nicht an. Scheiße. Ich wollte... Sehr gut. Gut. Okay, hier haben wir eine Lampe, aber sonst... Ist hier rein gar nichts. Ich dachte... Oh. Ich dachte, wir würden irgendwo anders rauskommen. So, und... kein Strom? Okay, und da kann man da irgendwie... Okay. Ich dachte, da wäre irgendetwas passiert. Ach ja, Volontärenquartier. Bin da schon abgebogen. Noch bevor wir hier rüber waren. Moment. Okay, es scheint nicht so, als wäre hier eine Mimik. Oder etwa doch? Hm. Ich bin ein Volontär. Ja. Von mir aus. Dann bist du halt ein... Okay, das hat nichts gebracht. So. Was haben wir hier Schönes? Überall zerknitterter Papier. Okay. Hm. So, Moment. Ah, Wasser trinken. Vielleicht ein anderes Mal. Wir nehmen einfach alles mit, was wir finden. Wow, die haben ja extrem viele Sachen. Mhm. Gut, aber vielleicht ist auch jemand anderes auf die Idee gekommen, alles zu klauen. Ich meine, mitzunehmen. Okay. Okay, gut. Exit. Was haben wir hier? Haben wir irgendetwas gekriegt? Ich glaube nicht. Was ist das? Bananenschale? Hm. Oh ja. Also ihre Zimmer hier sind halbwegs geräumig. Wir haben schon schlimmere Zimmer gesehen oder schlimmere Plätze. Um es genauer zu sagen. So, zufrieden, verdammt. So. Running.
Aber ich finde es witzig, dass man... Oh, für einen Moment dachte ich, was ist das? Aber es war zum Glück nur... Ernsthaft? So geht das. Okay, gut. Hier, das ist nichts. Gut, wir warten kurz und... Auch das hat sie getötet. Oh, wer bist du denn? Lukas ist kein Schmuggler. Ich weiß nicht, wieso er dieses Zeug besitzt. Ich kann Ihnen zeigen, wo er es aufbewahrt, aber quid pro quo. Wenn Sie die Ware wollen, dann drücken Sie bei mir ein Auge zu. Aha. Frontier. Okay. Ah, nur Seife. Hab ich ja gar nicht erkannt. Seltraum. Wir sprechen hier. Ich will ihn bekämpfen. Ah, da drüben. Glaube ich. Scan abgeschlossen. Gut. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. So, kurz neu laden. So. Vermeide den Abtraum oder töte ihn. Ich habe mich für die einfachere Variante entschieden. Ich habe ihn getötet. Das kann weg, aber wo ist seine Mimik? Ah, da drüben. Und wer ist das? War sie schon da? So, nachladen und dann wieder hoch. Oh. Magnetband. Scheiße. Okay, ich habe überreagiert. Sorry. So, was haben wir? Was ist das? Okay, wir können ja immer noch trinken. Moment. Die Analyse. Okay. Alles sauber, wie es scheint. Gut, und wer auch immer das ist, wir haben nichts mehr mit ihm zu tun. Und Scheiße, ich dachte wirklich, das wäre wieder irgend so ein widerwärtiger Dingens. Okay, was? Scale Recording Room. Wie kommen wir da rein? Vielleicht von oben? So. Wir waren ja bei den Volontären gerade eben. Ich muss sehen, wie wir weitergehen. Also, aber zuerst einmal Fabrikation. Da waren wir. Volontärquartiere hier.
Da, wo es eigentlich kein Lech gab. Auf dieser Seite, oder? Verdammt. Moment, was ist das? Aha. Wo führt der denn hin? Aha, aha, aha. Gut. Hier kann irgendetwas sein. Das Geschütz. Ah, hier. So. Einmal, ich sagte, einmal die hier benutzen. Wer bist denn du? Junior Bockmann. Können wir wohl jetzt von der Liste streichen, falls er irgendwo drauf war. Wir haben ja seine Leiche gefunden. Okay. Okay. Ich weiß wieder, wo wir sind. Genau da, wo ich hin wollte. Und... Wollte ich wirklich da... Ja, ich wollte dahin. Meine Rohrzange ist ab und zu mal so mittendrin und ich denke mir, was ist das? Aber das ist ja nur die Rohrzange. Die habe ich ja beide durchsucht. Wir sind ja von da gekommen. Genau. Von da. Gut, gut. Haben das alles ja durchsucht. Ach so, das ist ja nur der andere Weg. Moment. So, und rein da. Moment, warum haben wir kein Licht? Und wo geht das alles hin? Das geht nirgends hin. Gut, dann... Wären die Quartiere hier auch schon angeschaut worden. Was wirklich noch fehlt, ist dieser Bereich hier. Mal sehen, ob ich etwas machen kann. Deshalb konnten wir vorher nicht da raus. Oder konnten raus, aber ich habe drauf geklickt, um weiterzumachen und so. Okay. Ach, Scheiße. Ja, ich wurde gegrillt. So. Y. Oh. Noch gerade so geschafft. Volontärsbereich. Aus Sicherheitsgründen. Warum ist das gerade zugegangen? Deshalb also. So, wir nehmen hiervon und davon.
So. Das wäre vorerst alles. Eine Mimik. So. Ach so. Die Dinge kann ich ja nicht übernehmen. Nicht einsacken. Deshalb sind sie auch von nichts zu gebrauchen. Hier drauf will ich nicht. So, was haben wir hier? Tragen von schwerem Zeug und so weiter. Yeah, zwei Neuromods. Sehr gut. Oh ja, wir können ja ein paar Sachen verbessern. Ja, ich sehe es. Gut. Ja, verbessern hier. Gut. Das wäre voll verbessert. Die hier können wir auch verbessern. Reichweite, Präzision. Oh, wir haben keine mehr. Okay, gut. Der Rest ist, ja, nicht so wichtig. Glaube ich. 2, 2, 2, 2. Können wir damit irgendetwas machen, das uns Vorteile bringt? Ich glaube nicht. Krankenstation. Okay, das bringt nichts. Ich kann das nicht rausholen. Anti-Red Arzneifabrik Plan. Okay. Gut, dann haben wir alles hier gemacht. Weiter geht's. Was ist in diesem Raum hier? Oh, nichts. So, stirb. Ich kann jederzeit mit Wasser unsere Sachen auffüllen, also. Oder wir schießen einfach drauf. Verdammt. Ich habe keine, so gut wie keine Munition mehr. Wir sind nicht da, wo ich dachte, dass wir sind. Ah, scheiße. Oder doch, sind wir. Nur irgendwo anders rausgekommen. So. Gut. So, Magnetspulen. Die Kiste. Was steht da? Testroom B und Testroom A, oder? Ja. Wir sind von da gekommen. Jetzt gehen wir uns mal hier ein bisschen umsehen. Ah. Hallo, Joshua. Fancy. Irgendetwas. Okay, kurz speichern. So, gibt es hier etwas Interessantes dahinter? Computer sagt nein. Gut, Moment, wir speichern. Denn es schien gerade extrem wichtig zu sein. Weißes Rauschen. Auszug aus weißes Rauschen, vorhandene und fehlende Wahrnehmung von Herrn Dorigo.
Die wegen der charakteristischen, einen rauschenähnlichen Flecken in den Augen des Opfers, weißes Rauschen, genannte Zustand, ist mehr als nur eine Krankheit. Und das ist mehr als die wilde, fast medizinmannartige Behauptung über Psi-Fähigkeiten. Ich erinnere an dieser Stelle nur an Dr. Dayo Igwe. Es ist der Entzug von Rechten. Es bedeutet, dass Opfer niemals Neuromods erhalten und auch ihr Gehirn nicht kartografiert werden können. Es ist das Ende all dessen, was eine Person ausmacht. Was nimmt sich Trunster heraus, dies zu entscheiden? Wollen wir zulassen, dass sie eine biologische Kastensysteme für die menschliche Rasse etablieren? Interessant. Gut, was haben wir hier? Big Bang und so weiter und so fort, aber hier gibt es nichts. Mhm. Hier auch nicht. Interessante Notfallstation. Gut. Okay. Hier scheinen wir schon mal gewesen zu sein. E-Mail, aha. Fragen zur Simulation. Waren wir hier schon mal? Moment. Gut, und wir waren noch nie hier drin. Wo ist das Exit? Moment. Fähigkeitensaufzeichnung. Sehr gut. Dann haben wir es irgendwie doch noch hier rein geschafft. Gut, davon können wir nichts nehmen. Aha. Teil von Köder. Passwort. Okay, wir haben noch kein Passwort entdeckt. Wir könnten es versuchen, aber es bringt uns eigentlich nicht viel, wenn wir einfach so probieren. Gut, wir haben wohl kein Implantat reingekriegt, damit wir besser Piano spielen können, oder? Gut. Und wir hätten das auch hier erledigt. So. Aber jetzt noch schnell das hier machen. Ich hasse dieses. Okay, ging einfacher als gedacht. E-Mail? Na toll, noch eine Dekontaminationsübung. Was haben Sie wohl gefunden? Das kann ich dir leider nicht sagen, mein Freund. Aber ich glaube, hier haben wir alles erledigt, oder? Das ist in der Lobby. Wir können gehen. Findet ihr? Und jetzt Telepathie. Sonst schmiert er entfernt. Oder das hier. Ja, Moment. Oder so wollen wir eins davon. Seite stört.
44 Schaden. Also, du erzeugst einen elektrostatischen Impuls, der innerhalb von 5 Meter Entfernung um das Zielgebiet verursacht. Zusätzlich stört der Impuls elektrische Ausrüstung, deaktiviert robotische Ziele 9 Sekunden lang und betäubt organische Ziele 6 Sekunden lang. Nee, wir bleiben bei diesem hier. Und vielleicht machen wir noch das hier. Na, Moment. Die Schaden zufügt, ja, oder. Nee, ich muss schauen. Aber zuerst einmal vielleicht hier ein paar Punkte investieren. Hier haben wir ja das meiste. Sicherheit, hier haben wir 3 Punkte. Mehr Leben oder mehr Ausdauer? Ich glaube, mehr Leben. Oder wollen wir mal das hier probieren? Das ist bei Techniker weniger Ausdauer und hier bei Wissenschaftler. Oh, vielleicht das hier. Das ist die hier. Gut, dann zurück in die Lobby. Ja, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, schlägst du mit der vorübergehend härter zu und bist nicht länger für Fruchtanfälle. Gleichzeitig senkt jedoch anderes Zeug. Bin gerade am Überlegen. Immer dieses Überlegen. Wo könnten wir so ein Psychoformular finden? Mehrere Ziele. So, wo könnte das sein? Moment, wenn ich das hier aufmache, dann zeigt es mir doch die Stellen, an denen ich noch nicht war. Aquarium. Ebene 3, Maschinenlabor. Was bedeutet das? Fabrikator und Recycler. Gut, was sind meine Ziele? Wo ist die Datenzentrale? Wo ist Dezember? 4 von der Thanos. Tötet den falschen Koch. Aber der Koch ist noch immer auf der Talos unterwegs und eine Bedrohung für die restliche Besatzung. Mikaelas Vater verschafft ihr Zugang zu Volontärterminal in der Datenzentrale. Katern sehen. Wir sind in der Lobby vom Arborarium. Können wir zu der Datenzentrale gehen? Keine Ahnung. Ziele. Kann man hier auch Datenzentrale, okay. Ja, jetzt können wir nicht nachsehen. Ich finde, die Technikerin Jean Fur wurde als vermisst gemeldet. Ihre letzte bekannte Tätigkeit war die Reparatur von Systemen der Lebenserhaltung im Kraftwerk. Ich sollte nachsehen, ob sie noch lebt. Im Kraftwerk also. Gemischte Signale, Maschinenlabor. Neuromod-Abteilung, Lebenserhaltung, Kraftwerk. Unter Lebenserhaltung. Luftschleuse gesperrt, Luftschleuse, okay. Gut, Moment. Vermisste Technikerin. Maschinenlabor. Schmugglerring. Unbekannte Karte ansehen. Stand da gerade? Schmugglerring, hier. Finde alle 6 auf Dinosaurus und nimm das dort befindliche Diebesgut an
dich unbekannt. Wenn er die Wörter auf der Tarnasa und das Adibus gut an jeden im Frachtraum weitergeben, der es am. Okay. Okay, Alex wollte, dass Henrik wie DeVries ihm ein Protokoll einer psychologischen Beurteilung bringt. Meine Beurteilung. DeVries hat für die Kommunikation mit Alex eine spezielle Verschlüsselung verwendet. Also reicht es eventuell nicht aus, nur ihre Transkript-Nachrichten zu finden. Hört ihr die Verschlüsselte? Findet dein psychologisches Beurteilen. Wie heißt sie? DeVries. Thomas Tuck. IT Security. Ich glaube nicht, dass es hier drin ist. Staff Lounge. Guten Abend, Talos. Abendessen wird von 18 bis 20 Uhr in der Kantine serviert. Ja, ja, von mir aus. Moment, kann man hier eigentlich sehen? Traumazentrum, Personalabteilung. Oder vielleicht doch in der Personalabteilung? Gibt es hier vielleicht irgendwas? Thomas Tucker. Gut, was haben wir hier? Player Obligations. Aha. Gut. Das sind die Toiletten, das ist mir egal. So, wo ist dieser David? Okay, Besatzung. Nein, hier. Brücke Lobby. Frachtraum, Standort. Finde im Frachtraum. Durch den finde Besatzungsmitglied. Okay. Kevin Sicherheitsbesatzung Frachtraum. Alles im Frachtraum? Nein. So, Moment. Also, wo ist der Wied? Lobby? Position? IT-Technik-Lobby? In der Lobby. Sicherheitschefin, Frachtraum, Frachtraum, Lobby. Ha, das kann nicht sein. Ich suche aber David oder wie die heißt. Okay, Upsala. Oh. Ist es hier? Gut, Mond. Aha. Okay, zum Glück macht es nicht so viel Schaden. So, hey! Oh, noch geschafft.
Eigentlich ist es nicht das, was ich wollte. Aber, vielleicht das hier. Die Chiffrierungsschlüssel. Daten übertragen. E-Mail. Person unter Quarantäne gestellt, verdammt. Ist es vielleicht die hier? Wo hat sie die Scheißakte hingelegt? Aber gut, solange wir hier noch jemand haben, der vielleicht leben könnte. Mhm. Keine Schlüsselkarte. Kann ich irgendwie mit deiner Fähigkeit... Nein, geht nicht. Aber... Schön, dass wir das wissen. Jetzt müssen wir nur noch die Karte rausfinden. Oder rausfinden, wie wir da reinkommen. Und ich habe schon wieder überzogen, wie weiß nicht was. Gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!